Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Stars Gags of Heroes. Und ich weiß, es ist ein bisschen spät, ja, am 28. gab es den Post hier, tägliche Änderungen am Login. Darum geht es jetzt auch in dem Video. Ich habe überlegt, alle vergangenen Posts von den, ja, hier diesen Dev-Ankündigungen und Nachrichten drin sind, zusammenzufassen, aber ich mache es lieber einzeln. Warum das jetzt so spät kommt, ich hatte mein Windows neu aufgesetzt, ja, das kann ich ja mal zeigen. Ja, ist auch nicht mal den Screenshot drin und ja, falls nämlich irgendwas nicht ordentlich funktioniert, das versuche ich dann beim nächsten Mal zu beheben. Das bitte ich zu entschuldigen, falls da irgendwas nicht ordentlich sein sollte wie vorher. Ja, fangen wir einfach mal an. Tägliche Änderungen am Login, genau, das kam am 28. schon und da gab es auch schon ein Update dazu, zu dem mache ich auch ein separates Video, das sollte ein kleines sein. Da ist schon einiges mit drin, was jetzt hier auch geändert haben. Ja, die entsprechende Ingame-Belohnung für den heutigen Post wird später in einem Hotfix kommen. Genau, das ist schon drin. Also Nummer 1. Wir wollen etwas von der Spreu aus dem täglichen Login-Kalender entfernen, da es niemanden half oder Leute wirklich motivierte, sich anzumelden. Da haben sie vollkommen recht. Da gab es einige Sachen, die hatten einfach gestört. Zum Beispiel die Verbündetenpunkten, ja. Die Bündnispunkte. Ihr wisst, diese weiße Währung da, die eigentlich, ja, ich habe 2,3 Millionen oder so und ja, ich hoffe, irgendwann kann man die mal ausgeben. Niedrige Kreditbeiträge, das ist richtig, oder Kreditbeträge, das war halt so wenig, dass es für alt gediente Spieler eigentlich vollkommen egal war. Und niedrige 2-Sterne-Trainingsdruiden, ja, ich glaube, davon braucht auch alt gediente Spieler eigentlich nichts mehr, ja. Das haben sie jetzt also rausgemacht und unten sieht man dann auch noch zwei Vergleiche, das schauen wir uns nachher noch an. Ja, wir wollten das übliche Modell eines Login-Belohnungssystems brechen, da es nur am Ende des von ihm abgedeckten Zeitraums wertvoll ist. Ja, das ist richtig, am Ende gab es dann halt mehr Splitter und so und wenn wir einen neuen Charakter enthüllen und im nächsten Monat Pläne für eine aufregende neue Veränderung ankündigen, möchten wir, dass die Belohnungen zu Beginn des Monats diese Leistung widerspiegeln. Was genau das heißen soll, werden wir sehen, wenn mal wirklich ein neuer Charakter ist und dazu die Login-Belohnungen dann drin sind für diesen Charakter. Ich weiß nicht genau, vielleicht mal sehen, was man mal Download sich vorstellen soll. Genau, wir möchten auch Spieler belohnen, die Tag für Tag bei uns bleiben, den ganzen Monat. Ja, ist ja nicht selbstverständlich, dass man sich jeden Tag einloggt und bisher war es wirklich nicht sehr motivierend, sich einzuloggen. Ne? Also ich weiß, geht das sicherlich auch so. Klar, man macht seinen täglichen Kram, aber die Belohnung dafür, dass man sich einloggt, war halt recht schwach. Das macht Marvel Strike Force zum Beispiel auch besser. Ich denke mal, die meisten Änderungen sind auch wirklich wegen Marvel Strike Force. Wenn man so genau drüber nachdenkt, ja, es kommt so zu dem Zeitpunkt, wo Marvel Strike Force jetzt auch veröffentlicht wurde, weltweit. Und ja, man hat schon das Gefühl, das kommt jetzt auch deswegen. Vielleicht ist es auch noch schlechtes Timing. Ja, Nummer 3. Aus diesem Grund erscheint ein Single Zeta in einem Monat 131 Tagen. Am 27. also. Und nicht am 30. Wir wissen, dass Leute verpassen werden, ja, mal sich einzuloggen. Ja, deswegen haben sie nicht am letzten Tag gemacht, sondern am 27. Das heißt, man hat 4 Tage kann man gewissermaßen verpassen und könnte man immer noch das Zeta bekommen in dem Monat. Und dreimal kannst du verpassen, steht hier. Aber ja, doch, dreimal. Ja. Ja, deswegen haben sie es nicht am 31., sondern am 27. gemacht. Ja, so, und das Bonus-Zeta gibt es halt nur, wenn ein Monat 31 Tage hat. Belohnt Leute, die sich jeden Tag anmelden können. Hinweis, wir haben absichtlich einen 31-Tag-Monat, um sie nicht schlecht über die Monate mit weniger an 31 Tagen fühlen zu lassen. Sondern weil wir die Zetas, die wir Leuten mit einem solchen Engagement zur Verfügung stellen wollen, für diese Zahl einstellen. 12 bis 19 Zetas pro Jahr ist das also. 12 bis 19 Zetas pro Jahr ist halt, was man halt jetzt bekommt aus den täglichen Logins, wenn man sie halt wirklich durchzieht. 12 bis 19. Ich weiß nicht, über ein Jahr gestreckt ist das natürlich nicht allzu viel, denn
selbst bei 19 hat man immer noch nicht ein komplettes Zeta fertig, denn man braucht ja 20. Aber ich glaube, vielleicht meinen sie auch die Bonus-Zetas. Obwohl, wenn die Monat 1 ist, 12 bis 19, ne doch, es kommt schon hin. 12 ist wirklich das, was das Minimum ist, weil es gibt ja immer am 27. Ja, 1. Und bis 19 ist ja wirklich das wahrscheinlich bei den 31 Tagen. Ich weiß gar nicht, wie viele Monate gibt es mit 31 Tagen? Keine Ahnung, da muss ich jetzt nachgucken. Wir wollen auch neuere Spieler mit Zeta-Materialien vertraulich machen. Ja, das ist ja natürlich was ganz Neues. Ja, neue Spieler werden wahrscheinlich. Deswegen fragen ja auch viele noch, was sind Zeta-Materialien eigentlich? Was ist Zeta-Fähigkeitsmaterial? Was sind Zetas allgemein? Ja, was ist das? Und das haben sie jetzt hier halt nicht mit eingebaut. Dass sie nicht auf eine große 0 von 20 starren. Ja. Weil sie halt nicht wissen, woher es ist. Oder was, woher sie es bekommen, neue Spieler. Kriegen sie halt da schon mal welche. Naja. ja, droppt Inside Giving und. Ja, ich glaube, hier meinen sie halt, dass Charaktere, wo man halt. Wir haben die Frustration der Community gehört, als ein Charakter hohe Besitzquoten hat. Und wir tun unser Bestes, um etwas anzubieten, das niedrige Besitzquoten hat. Nützlich ist. Folgt einem Thema und ist oft nützlich für neue Spieler. Wenn sie bereits Besitzer sind, ja. Das ist halt das Problem an den Login-Charakteren, die jetzt da immer drin sind. Das sind immer welche, die man eigentlich schon lange hat. Und ich schreibe es halt nochmal, es ist halt mehr für neue Spieler gedacht, ja. So, jetzt frage ich mich halt, warum machen sie das nicht unterschiedlich? Ja. Sagen, okay, wir geben verschiedene Belohnungen für die Logins, je nachdem, wie lange du schon gespielt hast. Sagen wir mal, du spielst jetzt seit 6 Monaten, dann kriegst du andere Belohnungen, als wenn du gerade 3 Monate spielst. Ja, und spielst du schon seit 2 Jahren das Spiel, was jetzt bei mir jetzt auch der Fall gewesen ist. Hab im Januar, glaube ich, angefangen. Ja. Da kriegst du halt noch bessere Belohnung. Kriegst du halt was anderes, was wirklich für Leute ist, die wirklich seit 2 Jahren dieses Spiel spielen und vielleicht, was weiß ich, 3-4 Tage mal ein Login verpasst haben oder weniger. Vielleicht sogar welche, die seit 2 Jahren sich täglich einloggen, dass da die Belohnungen dann entsprechend höher werden. Ja, auf die Idee kommt Cable Games gar nicht. So spendabel sind sie, glaube ich, nicht. Ja, 75.000 Credits gab es im Spiel. Als Belohnung, dass man das hier angeklickt hat oder eigentlich kriegt's, hat jeder gekriegt. Da gab es auch Probleme, das poppt bei mir auch die ganze Zeit auf, deswegen hier in 2 Kunden auf demselben Gerät anmelden. Gut, ich melde mich ja mit einem Kunden auf verschiedenen Geräten an, auf meinem Tablet, auf meinem Handy, auf meinen Emulatoren. Das sind schon 2 Emulatoren. Aber auch da poppt das ganze Zeit auf, das Ding. 500.000 und sagt mir immer, kann nicht zugestellt werden, weil ich schon erhalten habe. Also, ja, solltet ihr Probleme haben, könnt ihr hier bei ein Ticket einreichen bei help.ea.com. Ja. So, und hier unten sehen wir jetzt nochmal, was jetzt eigentlich drin ist, also was wir jetzt geändert haben, ja. Ist jetzt schon das Neue? Ja, ist ja schon. Wenn man schon die Belohnung unten sieht. Spieler gibt es ordentlich, ja. Ich glaube, vorher waren es immer ziemlich wenig. So, und hier sehen wir jetzt zum Beispiel, das ist der 27. Tag, da gibt es das Zeta und das ist der 31. und da gibt es das zweite Zeta. So, und zwischendurch haben sie hier die Credits erhöht, also sehen hier 20.000, 25.000, 30, 35, 50, 80, 100, 120, 150.000. Hier gibt es noch ein Omega dazwischen. Und ich finde die Login-Belohnung trotzdem schlecht. Also keine Ahnung, ich kann mir nicht helfen. Es liegt auch daran, dass man Teile kriegt, zum Beispiel das hier. Man kriegt ein Omega. Was mache ich mit einem Omega? In der Zeit, wo ich mich in 30 Tagen einlogge, habe ich, was weiß ich, 30, 40 Omegas gesammelt inzwischen. Was bringt mir dann das eine? Ich meine, es ist schön, dass es jetzt, dass die Belohnungen jetzt besser sind, aber ich habe das Gefühl, es reicht immer noch nicht. Deswegen sage ich ja, könnte man das nicht machen, dass das für je nach Alter des Accounts geht. Sowas würde mich freuen, ja, dass man sagt, okay, ein Spieler, der 2 Jahre spielt, der kriegt halt bessere Belohnung als jemand, der neu ist.
Ja, der spielt das Spiel schon seit 2 Jahren. Ich meine, natürlich wäre es ja logisch, das andersrum zu machen, dass neue Spieler die besseren Belohnungen kriegen, dass sie mehr aufholen können. Aber, ja, es ist ja ein Belohnungssystem. Ein Belohnungssystem dafür, dass du dieses Spiel spielst. Und dafür möchte ich dann halt wirklich belohnt werden, dass ich das Spiel schon seit 2 Jahren spiele. Ja, jetzt schon seit 2 Jahren und 2 Monaten. Ja. Aber gut. Wir nehmen es aber so hin und es ist, wurde jetzt geändert und es ist auch schon im Spiel. Das ist also jetzt besser als das, was vorher drin war. Kann man auf jeden Fall so sagen. Aber ich finde es immer noch nicht optimal. Gut, das war's also vom 28.03. jetzt der Login, der tägliche Login-Änderung. Genau. Tägliche Änderung am Login. Ja, das ist schon mal falsch übersetzt. Also. Tägliche Login-Änderung heißt das ja. Gut, das war's und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, was dann ja das vom 29.03. sein wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde mich natürlich sehr freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.